Hallo YouTube, willkommen wieder zu einem neuen Unboxing. Heute und am Packen mehr, weil es so viel ist. Wie ihr seht, ein paar Anime, zwei Dreamcast-Spiele, ein Xbox 360-Spiel und hier ist auch was drin, das seht ihr dann gleich. Ich sag nur so viel, ist eine CD und ein Anime. Ich denke, wir unboxen erstmal die drei Orica 7 DVDs. Jetzt habe ich die Serie endlich komplett. Ich habe sie mir noch nicht angesehen, weil ich nicht alle DVDs habe. Jetzt habe ich sie alle. Die sind von Beats Entertainment und ja, viele sagen ja, das ist eine sehr, sehr gute Anime-Serie. Also ich hoffe, ihr habt recht. Ich lasse mich da auf jeden Fall überraschen. Director war Tomoki Kiyoda und Charakterdesign war Kenji Yoshida. Ja, und Martial Designer ist Choji Kawamuri. Ja. Ja, ist von Beats Entertainment bzw. Banda Entertainment und sieht recht gut aus. Sind immer, glaube ich, 5 Folgen auf einer DVD. Ich habe für alle drei zusammen 20 Euro bezahlt. Und ja, die packen wir jetzt mal aus. Ich denke, 20 Euro für drei Anime-DVDs ist nicht schlecht. In einer schönen weißen Hülle. Mit einem schönen Motiv. Das war Volume 6, das haben wir Volume 7. Ich kaufe die mir ja immer so, also die habe ich mir jetzt bei eBay gekauft, dass ich nicht so viel bezahlen muss. Ich habe mir auch fast alle einzeln bei eBay und Amazon geholt. Hier sind auch wieder Folgen, 5 Folgen drauf, aber hier sind auch noch Extras drauf. Hätte ich euch sagen können. Auf dieser war Interview mit den japanischen Synchronsprecher, Audiokommentar von Team, von Episode 26 und 27, Trailer. Hier haben wir Audiokommentar von Team, Episode 32, Opening und Ending ohne Text und Trailer. So sieht die DVD aus. Vom Zeichenstil muss ich ja sagen, hat die Serie mich nicht angesprochen. Aber ich will jetzt mir kein Urteil bilden, weil vielleicht ist die Serie ja doch so gut, wie ihr immer sagt. Ja, ich hab's doch angeschnitten, oder nicht? Ist ab 12 Jahren, wie ihr ja schon seht. Da ich euch leider nicht so viel, da ich die Serie nicht gesehen habe, gucke mir eine Serie nie an, wenn ich nicht alles komplett habe, weil es mich nervt ist, wenn ich eine Folge mittendrin habe und dann mir fehlen dann der Anfang und das Ende. Also ich muss sie schon komplett sehen. Das ist dann Volume 10, hier sind auch 5 Folgen drauf. Hier sind als Spezialfeatures Audio, Deutsch, Japanisch, Englisch, Untertitel Deutsch, Englisch. Ne, das ist falsch, das glaube ich, der Opening und Ending und ohne Text-Trailer ist hier als extra drauf. Ja, und die geht auch, stehen hier keine Minuten? Doch, 125 Minuten geht die DVD. So, das waren die drei. Also, ich hoffe, ihr habt echt wirklich recht mit euren Kassetten. Dann habe ich mir zwei Dreamcast-Spiele aus meiner Sammlung genommen, die ich mal wieder spielen wollte. Ich kenne Ragdoll, das hatte ich damals auf der Demo gespielt. Ich fand das gut, man spielt praktisch diesen, ja, Panzer-Jeep hier. Und ballert sich durch die Welt da, gegen Aliens, glaube ich, waren das. War von Sega? War das nicht von Ubisoft? Na gut, das war von Argonauts, glaube ich. Und Sega hat es vertrieben. Ja, hat mir damals sehr gut gefallen. War auch, glaube ich, einer der ersten Sega Dreamcast-Titel. Und dann kam einen Monat später raus. Wer Sega Dreamcast nicht kennt, das war eine ganz geile Konsole von Sega. Die erste, die in Europa online ging. Hat auch viel Spaß gemacht. Es gab da damals den Dreamcast-Chat, der war ganz lustig. Hier ist ein bisschen Werbung drauf, können wir uns ja mal angucken. Ritura Striker 2, das hat mir nicht so gefallen. Echo the Dolphin, ich finde die Echo the Dolphin sind eigentlich schön, aber ich weiß nicht, was ich da wirklich machen muss. Snow Surfing, Crazy Taxi ist ein geiles Spiel, habe ich. Hier, da waren die Geräte, Memory Card, Controller, die Gun. Die Dreamcast Gun müsste ich mir neu holen. Ich hatte damals House of Dead und habe es verkauft. NBA 2K, auch ein gutes Spiel. Ja. Die Anleitung sah damals, also die sind zwar schön dick und auch in allen Sprachen, aber die waren ein bisschen einfallslos, würde ich schon sagen. Duften wir mal. Also dass es so alt ist, von 99 oder 9, doch 99 muss das sein. Mich ist doch ziemlich gut. Steht leider kein Jahr dabei, aber ich meine, es wäre von Anfang des Starts gewesen. Dann kommen wir zu Worms Armageddon. Ich habe ja Worms früher gehasst. Weiß auch nicht warum. Aber dann habe ich mal gespielt, so ein 3D-Teil auf zwei PlayStation 2, den fand ich dann geil. Dann habe ich mal die alten gespielt, die fand ich dann aber besser in 2D. Das ist praktisch sowas wie Lemmings, nur dass die Würmer sich hier gegeneinander bekämpfen, weil Lemmings muss das ja nur ein Ziel bringen.
Das ist, glaube ich, die, was ist, schwedisch oder so, oder die PEGI-Version. Spiel ist von Microprose und ja, Worms ist eigentlich nicht schlecht gewesen. Also, habe ich damals bei eBay geholt. Lustiges Spiel, vor allem im Multiplayer. Ja, ich glaube, die CD ist locker. Das war ein Nachteil der Dreamcast-DVD, genau. Die Zacken, die da sind, hier ist auch eine abgebrochen. Seht ihr das? Die brechen schnell ab. Das Diss-Motiv ist ein bisschen aus wie Duke Nukem. So. Aufpassen, dass die Hülle keinen Kratzer kriegt. Aber ich fand, wir Deutschen hatten, oder die Europäer hatten schönere Dreamcast-Hüllen als die Japaner. Die hatten einfach nur normale CD-Hüllen. Das Problem war, die verkratzen auch leider sehr schnell. Das ist die Sega Dreamcast, wer sie nicht kennt. Aber ist lustig. Also, Worms ist cool. Gibt es wahrscheinlich als auch eine Gratis-Version Onki für ein iPhone oder so runterzuladen oder Galaxy oder was es da alles gibt. Bin ja kein Mensch, der auf Handy zockt, wirklich mal, wenn am Flughafen mal oder so, aber dann nehme ich lieber meinen DS3, DS PSP mit oder so. Hier, dann habe ich mir Crackdown 1 geholt, das ist die PEGI-Fassung. Ich wusste gar nicht, dass das das Motiv ist. Ich hatte das irgendwie anders in Erinnerung, weil ich mir mal den zweiten Teil geholt hatte. Und der mich kennt, der weiß, dass ich dann noch den ersten Teil haben muss. Gerechtigkeit ohne Grenzen. Als genetischer Weiterentwickler Superpolizist liegt es an Ihnen, die Stadt von Verbrechen zu befreien. Mit allen möglichen Mitteln, Sie sind die extreme Lösung für ein extremes Problem. Ihre Aufgabe ist es, 21 Gangbosse zu erledigen und Ordnung in eine Gesetzlosigkeit, Korruption beherrschende Metropole zu bringen. Zeit, ja. Non-Stop-Action garantiert. Jagen Sie Gesetzesbrecher auf Ihren Dächern, in den Straßen und im Untergrund. Gehen Sie in Koop-Modus mit einem weiteren Mitspieler auf Verbrechenjagd online und offline. Ein Spieler, Koop-Modus, zwei Festplatten erforderlich, Spielstände je 140 KB, Systemlink, HDTV 480 bis 720 bis 1080p. Dolby Digital nur 60 Hertz kompatibel, Online-Kooperationsmodus, Install, Inhalte zum Runterladen, bestenliste Sprachausgabe. Machen wir das mal auf. Ohne Grau, meine allererste, glaube ich, meine allererste Xbox 360 Platinum Silberhülle. Ne, ich hab schon mal eine, meine ich. Das Motiv sieht ein bisschen aus wie GTA, finde ich. So, machen wir mal auf hier. Was haben wir da? Ach so, das kann ich euch zeigen. Glückwunsch! Diese Spezialversion von Crackdown bereitet als extra einen Eingang zum Teilnahme am Halo 3 Multiplayer Beta Test. Ja, kann ich euch zeigen. Würde ich eh nicht mitmachen. Halo 3 gibt es ja schon Ewigkeiten. Die Dist ist schlicht. Dafür hat der Teil aber eine Anleitung, wie es aussieht. Hatte der zweite Teil ja leider nicht, hat ja nur so ein blödes Prospekt. Eine Karte ist dabei. Haben wir da? Sieht auf jeden Fall interessant aus. Ich habe den zweiten Teil auch noch nicht gespielt, muss ich gestehen. Weil wenn ich zocke, dann zocke ich für andere Sachen. Feldhandbuch. Und schön in Farbe. Ja, der zweite Teil hat hier einfach nur machst Blatt auf und dann war das schon die Anleitung. So ein zweiblättiges, blödes Papier. Das ist aber eine schöne farbige Anleitung. Sowas lobe ich immer. Finde ich toll. Riecht doch sehr streng nach Papier, aber riecht gut. So, jetzt haben wir das auch unboxed. Und jetzt unboxen wir das hier. Das habe ich mir bei eBay gekauft. Ich glaube, gibt 10 Euro beides zusammen. Also war ich schlecht verpackt. Mal reingeguckt, also das zeige ich euch jetzt gleich. Ich zeige euch erstmal den Anime und zwar habe ich mir Brave Story geholt, ein Abenteuer der Realität. Und zwar habe ich mir den gekauft, weil ich den letztens Super RTL gesehen habe und fand ihn sehr gut. Habe das Ende aber nicht verstanden. Ich hatte das Gefühl, Super RTL hat da was geschnitten, weil ich will jetzt nicht spoilern und auf einmal war Ende. Also darum habe ich mir den jetzt gekauft und ich fand den eigentlich sehr gut. Ich habe mir damals schon gedacht, das könnte ein Rollenspiel sein und ich glaube, da gibt es auch ein Spiel von. Als der eher schwächelige, unauffällige 10-jährige Wataru erfährt, dass er seine Eltern scheiden lassen, bricht für ihn eine Welt zusammen. Kurz darauf erkrankt seine Mutter schwer. Der verzweifelte
Der verzweifelte Junge setzt alles daran, sie zu retten, weil ihm sein mysteriöser Klassenkamerad Mitsuru einen Weg zeigen will, sein Schicksal zu ändern. Folgt er ihm durch eine riesige Tür in das Land Wishin, eine Welt voller Magie-Monster, bevor Wataru dort die Göttin des Schicksals seinen Wunsch vortragen darf, muss er zunächst als Nachwuchsheld zahlreiche Prüfungen bestehen. Zum Glück freundet er sich mit dem Reptilienmann Kima und der katzenatischen Mena an, die ihm in der Fremde zur Seite stehen. Genau so war das. Brave Story war 2007 eines der größten Kino-Hits, Kino-Release des Jahres in Japan. Die geheimnisvolle Welt von Vision mit ihren Drachen, Zauberern und Fabelwesen erinnert an die unendliche Geschichte, ein fantastisches Abenteuer, nicht nur für Tolkien und Enten-Fans. Ist von Anime Video bzw. heute Kase. Untertitel Deutsch, Sprachen Deutsch-Japanisch, Laufzeit 200 Minuten, Dolby Digital 2.0 ist Sound, Format ist 16:9, ein Bonus, ein 28-seitiges Booklet, Bonus-DVD. Auf der Bonus-DVD sind Making-of, 5 Juwelen, Besuch im Studio Gonzo, Synchronisation, Hinter den Kulissen, Originaltrailer, Videogame. Was ist denn Videogame? Du hörst schon Videogame von. Der ist zwar gebraucht, der Film, der hat auch ein paar Dellen hier, aber das geht noch in Ordnung, würde ich sagen. So, dann haben wir hier das Motiv. So und so, das sieht schön aus. Das ist dieser Papiermann. Die DVDs sehen auch sehr schön aus. Auch die Hülle sieht irgendwie sehr schön aus, finde ich. Lege ich mal so dahin. Das ist dieses Booklet, Brave Story. Sieht auch schön aus, finde ich. Auch schön gemacht. Das ist dieser Wataru hier und das ist dieser Mitsura oder wie der hieß, Mitsuri. Kikama, Mena. Ja, das ist auch ein schönes Tier gewesen. Ja, das ist ein schönes Booklet, finde ich. Echt schön gemacht. Hoffentlich zeige ich euch auch alles in der Kamera. Ja, finde ich schön. Schöner Bonus. Die DVDs verkratzen, gucke ich nachher in Ruhe. Dann kommen die rein. Dann haben wir hier ein Katalog 2000, 2008 und 2008. Schöne Animanias. Die habe ich sogar noch, die Weihnachts-Animania. Das Mädchen aus durch die Zeit springen ist gut. Das habe ich nicht. Kickers habe ich auch. Mein Heimat in Japan habe ich nicht. Conan ist cool. Ikitosen will ich mir noch holen. Harumi habe ich. Von wegen Prinzessinnen, das kenne ich noch nicht. Werde ich mir vielleicht mal holen. Amda ist gut. Ganz Inger Girl, geil. Noch mehr Conan. Ein Super Trio ist auch klasse. Die habe ich ja hier letztens unboxed. Noch Fina. Oh mein Garten ist. Oh, ich krieg Rückenschmerzen. Ja, sehr viel Anime im Programm hat Kase hier gehabt. Ninja Scroll ist auch cool. Magic Knight Rares. Auch eine gute Serie. Gundam ist auch cool. Aber verwirrend, weil man nicht alles kennt. Voltron. Saber Rider. Das ist ein schöner Ghibli-Film, die letzten Glühwürmchen. Kann ich immer nur wieder empfehlen. Einer meiner Lieblings-Ghibli-Filme und auch sehr traurig. Devil May Cry ist auch cool. Ja, und das sind wohl Ikitosen-Figuren, glaube ich. Naja, das war mein Unboxen noch dazu. Lege ich jetzt mal dahin. Oh Gott, alles hier so chaotisch bei mir. Habe ich noch Zeit? Ja, das kriege ich noch hin. Und zwar habe ich mir eine CD dazu bestellt. Ja, die war dabei. Muk ist eine japanische Band. Das Album heißt Hoyuku oder sowas, oder Hoyuku. Wegen einem Lied. Das zeige ich euch dann gleich. Mal gucken, wie das Booklet ist. Das Papier fühlt sich so. Oh. Naja, super. Ja,
Alles auf Japanisch? Ja. Aber egal. Das ist eine gute japanische, ja, wie sagt man, Rockband? Metalband? Und zwar, na, geht das jetzt nicht daran. Und zwar habe ich mir das gekauft, also ich glaube, ich kenne ein paar Lieder davon, da waren mehrere gut. Aber mein Lieblingssong auf dieser CD ist, wo ist er denn? Dieser. Kann man jetzt wahrscheinlich nicht lesen. Shai Shu Rasha oder so. Den finde ich so cool. Ja, und dann habe ich es mir gekauft. Ich gucke mal die CD, ob die nicht verkratzt ist. Ne, wie neu. Ja, das war mein Unboxing. War was anderes, wird wahrscheinlich vielen gefallen, weil ich habe ja Anime-Gegner und so. Aber ich hoffe, es hat euch gefallen. Über Kommentare und Bewertungen würde ich mich sehr freuen. Und ich wünsche euch einen schönen Tag und eine gute restliche Woche oder Wochenende. Macht's gut. Tschüss.